So, ich glaube, langsam ist der Abend zu Ende. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh nur, Charlie. Ich komme allein zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Also schön. Ohne Nachfrage kein Angebot. Aber es wäre eine großartige Rede gewesen. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Du bist Brautjungfer, Charles. Tu deine Pflicht. Ihr Leut, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beistand soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie spitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, du kannst uns kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir Baden darauf, dass hier ein dem heiligen Braut nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiterfeiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Evereck, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich.
Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Wer ist das? Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken, einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Das ist kein Mensch. Lies Shanis Eintrag im Tagebuch, um herauszufinden, was sie aufmuntern kann. Tagebuch? Tagebuch? Etwa hier? Steht hier irgendwas? Okay. Moment, also stand da bestimmt irgendwas. Dann lese ich mir das mal kurz durch. Mann, ganz schön viele Charaktere.
Moment. Und des schweren Dufts nach Vogelbeeren. Alles klar, vielleicht ja das. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Ein guter Tropfen wird ihre Stimmung heben. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Nee, ich glaube eher nicht. Ob die Idee gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Suchen wir lieber was anderes. Schluss damit. Da kommt jemand. Was gibt's hier? Hier ist doch gar nichts. Oh. Was soll hier denn sein? Hier unten vielleicht? Na, schau ich mir erstmal den dritten Kreis an. Sieh sich den einer an. Was hast du für ein Problem? Vogelbeerschnaps. Shani liebt die Blumen. Vielleicht mag sie auch den Schnaps. Komm, ich glaube, ich nehme das. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wenn sie das aufmuntern. Wobei, ich will erstmal gucken, was die dritte Option ist. Vielleicht ist sie betrunken noch schwindelig. Hallo? Hier muss doch irgendwo etwas sein. Ah. Vogelbeere. Shani hat erwähnt, dass sie früher Halsketten aus Vogelbeeren gemacht hat. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Doch, das nehmen wir. Lieber als Alkohol. Ich pflücke welche. Bin ein Romantiker geworden. Nee. Der Geralt wird ein Romantiker. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr wird das gefallen. Ach, so viel. Okay. Sieht etwas komisch aus. Mit so einem riesen Strauß und Beeren. Dazu hinzugehen. Oh. Sorry. Oh, zu viele Leute hier. Hallo Shani. Ich hoffe, dir wird es gefallen. Noch hier? Ich dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen warten. Lächeln, Shani. Du weißt noch, dass ich Vogelbeeren mag? Ich weiß noch vieles über dich. Die Hochzeit ist noch in vollem Gange, aber du siehst aus, als wäre es eine Beerdigung. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast mich? Und wie lange? Einen Tag, zwei? Versteh mich nicht falsch. Es ist schön, aber du kommst und gehst. Ich brauche jemanden, der abends da ist, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich den ganzen Tag Wunden verbunden und Bäuche vernäht habe, brauche ich einen guten Tropfen und ein paar gute Scherze. Verstehe. Du hast recht. Ich könnte nicht jeden Tag für dich da sein. Aber ich freue mich immer, dich zu sehen. Und heute gehöre ich dir. Dann trinken wir doch auf heute. Auf heute. Möge der Moment nie vergehen. Der Alkohol
zu. Wir treffen keinen Ton mehr. Gehen wir spazieren. Gute Idee. Hat dir die Hochzeit gefallen? Ich habe mich schon besser amüsiert. Und wie? In der Gesellschaft von Leuten, die ich kenne. Du kennst mich. Ja, und allmählich amüsiere ich mich. Eigentlich habe ich mich schon seit dem Kuss amüsiert. Ich dachte, das wäre Wladimir gewesen. Es war sein Wille, sicher, aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Vysima, meinst du? Ich dachte, du hättest unsere ganze Katriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange her, ja. Aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. Keine Sorgen wegen der Finanzen. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kassel. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ne? Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen. Danke, Papa. Es ist mir eine Ehre. Trinken wir darauf. Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Mhm. Jonas Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach. Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Deine Mutter ist doch nicht aus Stein. Du würdest sie schon überzeugen. Bisher ist es mir nicht gelungen. Hast du ihr immer nur Musikanten, Artisten und Hexer angeschleppt? Nein. Ich soll jemanden wählen, der wohlhabend oder gut im Geschäft ist, gut erzogen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, oder? Ach, vielleicht nicht. Aber solche Leute sind selten amüsant. Das könnte stimmen. Sag das meiner Mutter. Sie findet, ich hätte mir auf der Akademie einen Mann suchen sollen. Hab ich aber nicht. Oh, bestimmt denkt sie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Oh, bitte, Shani. Wir leben im 13. Jahrhundert. Frauen gehen nicht zur Akademie, um Männer zu finden, sondern um zu lernen und ihren Interessen zu folgen. Wie du. Das sieht deine Mutter bestimmt ein. Du hast einen Doktorgrad, deine eigene Praxis und umfangreiche Fronterfahrung. Du bist eine feine Person. Mit dir stimmt alles. Meinst du wirklich? Wirklich. Schau, die tapferen Brüder. Stramm wie die Latten, die sie vom Zaun gerissen haben. Wo mag die Schwester sein? In ihrem Zustand könnten die hier sie vor keinem Kleinkind beschützen. Wenn sie nicht eingeschritten wären, hättest du sie ins Heu geworfen. Sie war willig, wenn du mich fragst. Ich war nicht in der Stimmung. Ich hätte widerstanden. Ich glaube, du hättest die Chance genutzt. Ich brauche solche Chancen nicht. Hast du deine Gewohnheiten geändert? Vielleicht bin ich wählerisch geworden. Klingt, als hättest du dich schon entschieden. Das stimmt. Rat mal, für wen? Oh, wie schön. Ich muss an den Kuss denken. Welchen Kuss?
den Wladimir dir auf den Mund gedrückt hat, mit meinem Mund, ob es sich ohne seine Gegenwart anders angefühlt hätte? Kann ich dir nicht sagen. Lässt sich aber rausfinden. Und? Was sagst du? Ich küsse dich viel lieber alleine und aus eigenem Willen. Korrigiere mich, wenn ich irre, aber Wladimir wollte doch mehr als einen Kuss. Das hat er offen zugegeben. Das stimmt, er war sehr direkt. Was bisweilen seine Vorteile hat. Stimmt, es kann einem viel Zeit sparen. Also, wie sieht's aus, Geralt? Hast du etwas Zeit mit mir zu verschwenden? Oder willst du jetzt lieber zurückgehen? Ich habe dir den Abend versprochen. Ich halte Wort. Und ich will direkt sein. Direkter als Wladimir. Klingt interessant. Wir haben genug Zeit zu verschwenden. Es wird noch interessanter. Mist. Schon besetzt. Ich glaube, die wird gleich frei. Woher wusstest du? Bin Hellseher. Fast noch voll. Wäre wirklich eine Verschwendung. Ließen wir sie hier zurück, könnte sie ein Betrunkener finden und sich noch schlimmer betrinken. Und ich habe doch geschworen, keinen Schaden anzurichten. Ruder mich zum Mond. Da müssten wir fliegen. Ganz falsch. Schau, da ist er doch. Mitten im See. Was machst du da? Was man eben auf dem Mond macht. Schon wach? Eine Weile. Wusstest du, dass du dir seit unserem letzten Treffen 27 neue Narben zugelegt hast? Du zählst mit? Mhm.
Manchmal schon. Haben wir den Mond erreicht? Hast du das vergessen? Nein, das vergisst man nicht so leicht. Das stimmt. Klingt, als würdest du es gern. Nein, das vergesse ich bestimmt nicht. Und ich will es auch nicht. Aber ich muss nachdenken. Allein. Shani, warte. Ehe du gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Es ist wegen Olgierd, ein mysteriöser Mann. Ich glaube, seine Geschichte ist komplizierter, als ich dachte. Könntest du ihn dir vorknüpfen? Vielleicht findest du etwas heraus. Klar, mache ich gern. Danke. Bis dann. Ja, bis dann, Geralt. Also, das war irgendwie eine sehr kalte Verabschiedung, wie ich finde. Naja, ziehen wir mal unsere Rüstung wieder an. So, die erste Forderung bzw. die erste Aufgabe von dreien hätten wir damit schon mal erledigt. So, ziehen wir noch an. Ne, lieber die bessere Armbrust. So. Und ich würde dann mal sagen, in der nächsten Folge beginnen wir dann mal mit der nächsten Aufgabe, beziehungsweise wir informieren Olgierd, dass die erste Aufgabe erledigt wurde. Also dann, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Let's Play The Witcher 3 Hearts of Stone. Ciao.